jetzt wird es leider etwas trocken, wie das bei der Berichterstattung so häufig der Fall ist, einfach aufgrund der vielen Abkürzungen. Ich bitte, das jetzt schon zu entschuldigen. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Landtag hat den von der Landesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur zweiten Änderung des Gesetzes zur Ausführung des zweiten Buches Sozialgesetzbuch und des Bundeskindergeldgesetzes in seiner 62. Sitzung am 19. Januar 2022 in erster Lesung angenommen und zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr überwiesen. Die mit diesem Gesetz beabsichtigte Änderung des Gesetzes zur Ausführung des zweiten Buches Sozialgesetzbuch und des Bundeskindergeldgesetzes ist aufgrund der auslaufenden Regelungen des § 46 Absatz 9 SGB II und der angestrebten Änderung zur vorläufigen Verteilung der Bundesbeteiligung nach § 46 Absatz 8 SGB II notwendig geworden. Die Zahlung der Komponente der Bundesbeteiligung in § 46 Absatz 9 SGB II, die die zusätzlichen Kosten der Länder und Kommunen bezüglich Flucht und Asyl weitgehend kompensieren sollte, wurde bis zum 31.12.2021 verlängert. Eine weitere Verlängerung über das Jahr 2021 ist vom Bundesgesetzgeber nicht vorgesehen. Die Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II enthält damit ab 2022 keine Komponente mehr, die die tatsächlichen zusätzlichen Kosten der Unterkunft und Heizung von Geflüchteten in den einzelnen Bundesländern berücksichtigt. Dementsprechend kann das Saarland nach dem 31.12.2021 keine Bundesbeteiligung im Sinne von § 7 Absatz 2 AGSGB II BKGG in der Fassung vom 17. Juni 2015, zuletzt geändert durch das Gesetz zur ersten Änderung des Gesetzes zur Ausführung des zweiten Buches Sozialgesetzbuch und des Bundeskindergeldgesetzes vom 21. März 2018, an die Landkreise und den Regionalverband Saarbrücken auszahlen. Die entsprechende Regelung ist daher außer Kraft zu setzen. Die bisherige Struktur des Gesetzes zur Ausführung des zweiten Buches Sozialgesetzbuch und des Bundeskindergeldgesetzes wird beibehalten. Lediglich die Regelungen in § 7 der Gesetze werden verändert und die Verordnungsermächtigung in § 9 AGSGB II BKGG weiter konkretisiert. Der Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr hat das Gesetz in seiner Sitzung am 26. Januar 2022 gelesen und im Rahmen seiner weiteren Beratungen bei Abwesenheit der Fraktion Saarlinke beschlossen, auf eine Anhörung zu verzichten. Er empfiehlt dem Plenum daher die Annahme des Gesetzes in zweiter und letzter Lesung. Vielen Dank.